Einen wunderschönen guten Tag, meine Freunde, und herzlich willkommen zurück bei Horizon Zero Dawn. Eine Sekunde. So, jetzt ist es besser. Ich habe mich gerade auch selbst gehört, ziemlich laut. Das Problem bei der Elgato ist, kann ich ja mal kurz sagen, bevor wir jetzt anfangen, das Problem bei der Elgato ist, dass wenn man das Echo einschaltet, also dass ich mich selbst höre beim Sprechen, das ist an sich nicht schlimm, aber bei der Elgato ist es so, dass man sich genauso laut hört, wie die Aufnahme es aufnimmt. Das heißt, ich höre mich im Hintergrund genauso laut wie jetzt, wenn ich normal spreche. Und das ist so irritierend. Man kommt so durcheinander und weil man ständig sein eigenes Wort dann irgendwie so, keine Ahnung, eine halbe Sekunde verzögert hört oder so eine Millisekunde, was auch immer, verzögert hört. Und deswegen spricht man immer langsamer, weil man dann erst das nächste Wort sagt, wenn man das gehört hat. Wenn du verstehst, was ich meine. Das ist so irritierend einfach. Und das Blöde ist, wenn ich das leiser schalte, dann ist auch meine Stimmaufnahme leise. Weshalb ich hier bei der Elgato leider das nicht einschalten kann. Ich kann das nicht ausblenden. Also für mich persönlich nicht. Okay. Aber jetzt mal zu den ersten Themen dieser Erde-Welt. Nora-Jack-Gebiet, da sind wir fertig. Wir haben jetzt. Entschuldigung, ich bin. Lass dir erstmal gern. Aufnahme anstarten, erstmal gehen. Wir haben. Da unten ist eine alte Ruine, die waren wir schon, das ist im Begge. Im Begge. Und hier unten ist noch ein Panorama, das wir nicht gefunden haben, da waren wir aber schon. Das heißt, ihr werdet da jetzt hingehen. Ich gehe da jetzt hin. Das konnte schon mal klar, dass ich da jetzt hingehe. Wir könnten auch rein theoretisch noch so ein paar von den Dingern platt machen, aber ich glaube, ich habe aktuell genug Lohe. Lohe? Man braucht das alles nicht. Aber ich könnte mal mein Pferd rufen. Also mein Reittier ist ja kein Pferd. Ist ja eine Maschine. Ach genau, zum Langhals wollte ich auch noch. Wo ist der? Ach, der ist da. Ach, der ist da. Ach, da. So. Okay, nee, ich will hier ohne hin. Da ohne. So. Wo ist denn, ach, da. Ja, jetzt mehr. Wo ist mein... Ah. Ich wollte gerade sagen, wo ist mein Reittier? Da ist es ja schon, das Reittier. So, hier wird nicht mehr gehüpft, hier wird einfach nur geritten. Lauf, los geht's. Ich glaube, das war da, wo wir auch den Panzer gesehen haben. In dem Gebiet. Ich frage mich, warum ich... Jetzt werden sie mich in die Jägerloge lassen. Tja, mal sehen, wie das... Da bin ich auch gespannt, wie das wird in der Jägerloge, aber wir sind noch nicht in Meridian. Von daher. Und ich glaube, die sind in Meridian, die Jägerloge. Von daher. Mal gucken. War das nicht hier? Ja, das ist woanders. Ich dachte, es wäre hier dieses. Ach doch, guck mal da, das ist doch hier, genau. Das ist, glaube ich, Plünderer da vorne. Irgendwo hier müsste... Ah, irgendwo hier in diesem Gebiet müsste das Panorama sein. Ich weiß nicht, ob man das nur so sieht. Das könnte sein. Wächter. Was ist das da? Ah, das ist noch der Wächter. Okay. Also irgendwo hier in diesem Gebiet muss das Panorama sein. Könnte natürlich rein theoretisch hier bei dem Panzer sein. Aber hier ist nichts. Dann kann es eigentlich nur noch in dem Haus sein. Weil das andere macht irgendwie keinen Sinn. Ich guck mal, was der hier hat im Angebot. Metallscherben. Naja, immerhin. Und den werden wir auch zu Genüge brauchen. Von daher nicht so verkehrt, die einzusammeln. Frage ist, zählt dir das Haus auch noch dazu zum Gebiet? Ja, so ein bisschen. Muss aber nicht heißen, dass es auch... Vielleicht muss ich hier den Weg hoch. Hier war ich, glaube ich, noch nicht. Oder hier hoch. Frage ist, komme ich da mit meinem Pferdi hoch? Ich glaube nicht. Oh! So. Ich kletter mal hier lang. Vielleicht gibt es hier oben was. Aha, Panorama. Panorama-Cache zugreifen. Oh, Alter, so sah das mal aus.
Das ist ja krass. Das ist richtig krass. Wie cool. Wie cool das hier alles mal aussah. Davon ist eigentlich nichts mehr übrig. Wir könnten hinten nochmal gucken gehen, weil da war stand noch ein anderes Gebäude. Das war so ein Park und... Was ist da hinten noch was? Da können wir, komm, da gehen wir mal gucken. Wie cool das für ein Panorama ist, Alter. Ist ja nice. Rohstoffvorratskiste. Ganz viele Vorratskisten, die können wir gleich mal aufmachen. Teilscherben. Reinholdsmessner ist auf jeden Fall immer drin. Ja. Hauptsächlich Reinholdsmessner. Hier kann ich nichts machen. Herstellen. Nee, Notizbuch. Sammelobjekte. Gefunden in der Nähe von Mutters Wiege. Apokaschitz-Dontour, Tag 2. Mein Vater war hier Gastdozent. Hielt ein Militärgeschichtsseminar für Fortgeschrittene. Über die Ära der menschlichen Luftmacht. Er hätte genauso gut mittelalterliche Belagerungstechniken lehren können. Ich war 8, als er starb. War noch ein ziemlich langer Text dabei. Na gut. Luftkampfakademie. Das war anscheinend die Luftkampfakademie. Hallo Ma. Du hast mich mal hierher mitgenommen, damit ich Baba, damit ich Baba beim Unterrichten sehen kann. Ich wusste es damals nicht, aber sein Unterricht war wie aus dem 20. Jahrhundert. Er stand hinter einem Pult, in einem echten Vorlesungssaal, ohne Mikro und echte Kadetten aus Fleisch und Blut saßen auf Plastikstühlen und lauschten ihm. Das war 45 oder 46. Die Luftwaffe muss schon zu 60-70% automatisiert gewesen sein. Aber ihre Akademie war immer noch wortwörtlich alte Schule. Aber das Altmodische passte wohl gut zum Thema seines Seminars. Die Ära der menschlichen Luftmacht von 1909 bis wann auch immer. Die Kadetten dachten vermutlich, die Fragezeichen sollten Wunschdenken ausdrücken oder vorsätzliche Ignoranz. Aus ihrer Perspektive war die Ära der menschlichen Piloten bereits vorbei, aber nicht für Baba. Ich sehe immer noch die Medaillen vor mir, die er in der Schlafzimmerschublade aufbewahrt hat, mit den Inschriften in Sanskrit. Du hast gesagt, eine davon bedeute, berühre den Himmel ruhmreich. Selbst als Generalmajor der IAF ist er noch geflogen. Er wusste noch, wie es sich anfühlt, in einem Cockpit zu sitzen, eine Hand am Steuerknüppel und den Finger am Auslöser. Und so starb er auch. Am 5. Juni 2048 bei der Beerdigung sagte ein Mitarbeiter von Metallurgic International, Scheiße, tut mir leid. Wir sollten stolz darauf sein, dass er bei der Verteidigung der freien Märkte starb. Schon damals wusste ich, dass das eine Lüge war. Er starb, weil er den Anspruch von Metallurgic International an einer Tantalummine verteidigte. Dafür starb er. Und warum nicht die ganze Wahrheit sagen? Er starb, weil M-Int noch nicht reich genug war, um sich eine vollständig automatisierte Flotte zu leisten. Weil es nicht kosteneffizient war, die alten Militär-Razorwings mit modernen Kriegsführungselektronik auszustatten. Er starb, weil menschliche Kampfpiloten genauso veraltet waren wie die Kisten, die sie flogen, und genauso entbehrlich. Als er über dem Dschungel abstürzte, stürzte auch unsere Familie ab. Du hast wochenlang das Bett nicht verlassen. Dann kamst du ins Krankenhaus. Ich blieb bei Nachbarn. Und als du dich schließlich erholt hattest, als du genau die richtigen Sachen gesagt und versprochen hast, dass alles gut werden würde, habe ich dir nicht geglaubt. Zwischen uns war etwas zerbrochen. Ich fühlte mich wie eine Waise und nichts schien mir mehr wichtig zu sein. Und mit diesem Gefühl lebte ich 7 Jahre lang, bis es mich beinahe umbrachte. Das ist sehr herzzerreißend. Das könnte passen. Das scheint ein traurigeres Spiel zu sein, als ich dachte.
Aber ich finde es interessant, diese Stories von damals und. Aber mit dem Panorama ist echt cool gemacht. Das ist schlecht. Easy! Leg dich nicht mit der Aloy an. Endest du so. Jetzt jagen sie mich. Niemand jagt dich, Aloy. Oder ach doch. Scheiße. Sie hatte recht. Ich habe ihn nicht geglaubt. Kommst du her? Ich lasse ihn einfach in Ruhe. Aber ich muss da hinten hin. Weil hier wollte ich schon mal gucken. Hier stimmt da noch dieses andere Haus, was wir im Panorama gesehen haben. Ich wollte mal gucken, ob es da vielleicht auch noch was zu holen gibt. Hier sind zum Glück nur Graser. Das hält sich. Aber es sieht nicht so aus, als wäre von diesem anderen Gebäude noch was übrig. Was ist da hinten noch? Das ist eigentlich nur dieses Haus hier. Ich gehe trotzdem mal gucken. Das sind noch Lohbehälter, ne? Ich glaube, die explodieren. Das war schlecht. Ist ein Anfang. Ah, okay. Ist erledigt. Du müsstest eigentlich auch gleich. Tarnkill und Maschine. Lohe, okay. Das nehme ich mit. Und der hat sogar was Grünes dabei. Hat sich auch schon wieder gelohnt, oder? Eine Graserlinse. Immerhin eine Graserlinse. Kann man verkaufen oder für irgendwas zum Herstellen verwenden. Ich sollte auch noch ein paar Tiere killen. Wenn es hier denn welche gibt. Zum Beispiel so ein Hasen. Ich dachte, der geht vorbei. Das sah extrem nach. Trinken wir was Blaues, Kaninchenhaut. Die muss ich auf jeden Fall aufbewahren, weil die ist, glaube ich, wirklich selten. Weil die blau ist. Und eine hiervon. Hiervon. Das Echo ist ja cool. Siehst du hier noch irgendwelche Tiere? Ich sehe nix. Können wir eigentlich wie blind? Nee, Spaß. Aber ich sehe wirklich keine Tiere. Du hast das Häschen gesehen, sonst nichts mehr. Was ist das hier eigentlich? Ach, Schock. Schockwachswurzel. Das ist Reinholzmesser, das nehme ich jetzt mal nicht mit. Hier oben ist Schnee. Alles klar. Das ist der Schnee, das ist der Schnee. Dann würde ich sagen, gehen wir mal zurück. Ich hole gleich mal ein Pferdi. Ich wollte nur. Und ein Wildschwein ist hier noch irgendwo. Oder? Ich sehe es aber nicht. Ich höre es nur. Oder ist es eher da vorne? Oder ist es das hier? Ja, das ist kein Schwein. Wo ist denn das Schwein? Na egal. Ich gehe mal zu dem Truthahn hier. Der da. Ja, reichhaltiges Fleisch kann man auch gebrauchen. Nicht so geil, aber besser als nichts. So, hier ist hier unten drunter vielleicht noch was? Hier ist nichts mehr, ne? Okay. Guti. Guti, guti, gut. Dann würde ich sagen, wo müssen wir denn als nächstes hin? Ich würde gerne als nächstes dann. Das ist hier das Jagdgebiet, das haben wir abgeschlossen. Würde ich als nächstes hier zur nächsten Blume gehen.
Und dann möchte ich mal langsam hier, da altes Waffenlager, da können wir mal gucken gehen. Ich weiß aber nicht, ob wir die Quest schon machen können, weil ich glaube, auf dem Bildchen dieser Quest stand, glaube ich, also auf der, ich glaube, die Levelvorschrift war, glaube ich, ziemlich hoch. Von daher, ist das hier Meridian da oben? Ich glaube schon, ne? Ach ne, Mutterkrone. Meridian ist ja ganz noch weit weg. Bahnhof-Figur. Okay, ich gehe mal zur Metallblume und danach zur nächsten Metallblume. Okay. Da oben ist mein Reittier. Hallo. So, jetzt schnell weg, bevor irgendein anderes Vieh kommt. Dann nehme ich noch einen Plünderer irgendwo. Ist schon schön hier, muss man sagen. Ich muss einfach sagen, es ist wirklich sehr, sehr schön hier. Weil die Maschinen machen... Ja, das können wir vielleicht noch lernen, dass man die auch überbrückt. Aktuell kann ich es noch nicht. Nice. Ich bin der Killer! Ich bin der Killer! Das hat gut funktioniert. Ich werde noch von irgendwas verfolgt. Noch einer. Verdammt, schon wieder nicht getroffen. Okay, dann halt so. Eine Läuferlinse. Praktisch. Wo ist mein Reittier? Oh, der ist weggerannt, okay. Ich soll aufpassen. Nicht zu leichtfertig hier mit den Gegnern umgehen, weil das kann schon in die Hose gehen irgendwann. Wenn ich mich zu sehr drauf verlasse, dass ich stärker bin. Da vorne geht es, glaube ich, zurück ins Tal. Da will ich aber gar nicht hin. Ich möchte hier vorne zu der Blume. Okay, noch mehr alte Gebäude. Ich glaube, hier kann ich runter, oder? Sehr gut. Mutterberg. So, jetzt will ich mal gucken. Sammeln wir mal hier die Heilung ein. Die kann man immer gut gebrauchen. Kann ich hier? Hier komme ich nicht rein. Da muss ich wahrscheinlich irgendwie von außen rein. Also von außen natürlich. Ich meine hier von hier oben oder von hinten oder so. Kann ich hier vielleicht... Nee. Ist die überhaupt hier drin, die Metallblume? Oder ist die... Ach, die kann ja irgendwo in diesem Gebiet sein. Stimmt ja. Aber ich reite hier immer nicht, weil reiten ist ein bisschen doof. Sieht man immer so wenig. Sie könnte hier drin sein, aber ich glaub's fast nicht. Ja, drin ist nichts. Das ist einfach nur eine kaputte Hütte. Das ist auch keine alte Hütte. Ah! Das ist auch keine alte Hütte, ist einfach nur. Die Alten haben sie nicht zurückgelassen. Das sind neue Pflanzen. Neue Pflanzen. Notizbuch. Modell 1C. Was ist da anders? Die Farbe, oder? Oder gar nichts. Ich glaube, die sind komplett gleich. Unbekannte Machart, Spuren von Saatkeimung. Eingebettetes Codefragment entdeckt. Codefragment heruntergeladen. Funktion war Blitzschlag. Was für Gesichter
Was für Gesichter ich hielt, sind Büschel von Pampasgras. Funktion war, alles klar. Ja, das klingt irgendwie mehr, ja, keine Ahnung, damit kann ich nicht wirklich was anfangen. Ich gehe mal zum alten Waffenlager. In der Hoffnung, dass die Quest noch nicht, nicht zu krass für uns ist. Bin mir da nicht ganz sicher. Die war auf Level. Wobei, wir sind jetzt schon Level 13. Die war, glaube ich, auch auf Level 15 oder sowas. Wir haben die ja relativ früh bekommen. Und da könnte schon sein, dass wir die. Oh, da vorne gibt es noch ein neues Quest. Und Lagerfeuer. Ich mache erstmal das Lagerfeuer. Und da vorne gibt es eine Quest und da ist ein Händler. Cool. Ich mache eine Schnellspeicherung. Sprich mal mit dem Händler. Was hat er denn so im Angebot? Waffen. Die Rüstung haben wir alle auch schon gesehen. Nora Beschützerin schwer, ja, okay. Die könnte ich mir. Brauche ich Wächterlinsen. Die könnte ich mir leisten, aber. Pff, nö. Steinpaket. Ach, ach so, hier kann man ja auch Munition kaufen. Kaya Jägerbogen. Klar. Diese Bolzenwaffe für kurze Distanz feuert mit jedem Schuss mehrere Projektile ab. Wird am besten eingesetzt, wenn viele Treffer wichtiger als Präzision sind. Kann modifiziert werden. Krass, klar. Das klingt fast wie so eine Art Shotgun irgendwie. Schattenschleuder. Kaya Scharfschussbogen. Ich glaube, den habe ich den nicht sogar schon bekommen. Schatzkiste, nehmen wir die Gratisprobe und ich hole mir mal so eine Modifikationskiste oder Scherbenspielkiste. Ich kaufe mir mal beide, einfach nur um zu gucken, was es denn überhaupt ist. Inventarschatz, Gratisprobe, okay, gut, das kann ich nicht. Also, hat sich gelohnt. 10 Scherben gegen 20 getauscht. 21% Tarnung. Nicht schlecht. Wie viel kann ich hier noch tragen? Noch 4. Ne, 5. 5 Plätze habe ich noch frei. Schwierige Entscheidung. Schwierige Entscheidung, muss ich sagen. Aber ich verkaufe mal nichts. Ich verkaufe mal nichts, weil ich auch nicht wirklich weiß. Was habe ich jetzt? Welche Rüstung habe ich jetzt an? Die da, gell? Die da. Genau, ich verkaufe mal nichts, weil ich nämlich nicht weiß, ob ich das nicht vielleicht auch nochmal brauche demnächst. Und Eisschutz, nice. Aber ich lasse mal das da drin. Waffen. Banu Keulbogen. Und für die Schleuder habe ich da andere Sachen zur Auswahl? Ach ja, stimmt. Guck mal. Kann ich nicht alles reinmachen hier? Auch nicht. Es gibt also verschiedene, die ich pro Waffe machen kann, okay. Ah. Das Waffenlager ist gleich da oben. Deswegen, und die Quest mache ich dann. Ich gehe mal eben zum Waffenlager. Ich lasse mal das Pferd stehen. Komme ich hier überhaupt hoch? Nö, also offensichtlich nicht.
Hier? Hier komme ich hoch, okay. Jetzt mit der Krone, wo ist denn hier? Als Waffenlager, da vorne. Nicht schon, das ist in der Nähe? Doch. Oh, das ist gleich direkt noch eine Ruine, okay. Gehört wohl zusammen. Was wohl da unten ist? Das alte Waffenlager. Öffnet es. Ach, Schuh 25, Alter. Kannst du mal probieren? Ich habe ja gespeichert. Ich probier's mal. Wenn es zu hart wird, gehe ich wieder. Da vorne müsste die Metallblume sein. Ja. Die haben wir schon mal. Verdammt, in meinen Stiefeln steht das Wasser. Ja, tut mir leid. Modell 1F. Codefragment. Wenn dieser Schössling oder Schößling zum Baum heranwächst, wer wird hier sein? Tja, niemand. Die kann gar nicht zum Baum heranwachsen. Hier ist nichts. Soll zum Baum heranwachsen. Aber ich finde es interessant, dass es Metallblumen gibt. Allein diese Tatsache ist schon irgendwie ziemlich nicht abgedreht. Bunker entdeckt. Das ist keine Ruine. Das ist eine Ruine. Ich hoffe, hier gibt es keine starken Gegner. Probier's einfach mal. Ich sagen muss, dass es irgendwie fieser aussieht als erhofft. Vor allem das da drin, das sieht richtig asi aus. Wenn der zum Leben erwacht, der sieht richtig böse aus. Kann ich nicht aufmachen? Elektromagnetischer Sicherheitsmechanismus. Ich komm nicht rein. Ja, noch nicht. Das habe ich nicht mehr gesehen, seit ich klein war. Ich glaube, die Alten haben solche Zahlen verwendet, um die Zeit anzuzeigen. Ja, das kann gut sein. Holographische Display, die Daten zeigen die erforderlichen Einstellungen Fotoschlösser in der Nähe. Was könnten die sein? In den Geräten sind keine Energiezellen. Ich brauche Energiezellen, um sie in Gang zu bekommen. Reparierte Sicherung. So, passt. Jetzt fehlt nur noch eine. War noch eine Energiezelle, ja, super. Vielleicht finde ich die hier drin. Oder auch nicht, man weiß es nicht. Kann es sein, dass die draußen irgendwo ist. Irgendwo, wo ich noch nicht drankomme. Sieht auch sehr danach aus, als würde ich die hier drin nicht finden. Das Platinkabel. Habe ich denn dazu jetzt schon eine neue Quest oder so? Hier Mutterdingens, Mutterkrone. Quests. Stell die Stromversorgung der Bunkertür wieder her. Karte anzeigen geht nicht. Jagen für die Loge, offene Aufträge. Rede mit Ligan. Ich glaube, der war in Dingens. Okay. Ja, ich befürchte, dass ich die Energiezelle nicht hier finde. Von daher gehe ich wieder. Ciao. Falls ich hier überhaupt irgendwie wieder rauskomme. Das weiß ich auch noch nicht. Wenn ich auf die Karte gucke, dann habe ich nicht so viel Auswahl. Ja, ich kann eigentlich nur nach hier vorne raus.
Mal schauen, mal schauen. Ja, ist schon extrem cool gemacht. Den Bunkern unter der Erde ist schon sehr cool. Okay, ist ein bisschen düster geworden. Aber das sollte uns nicht abhalten. Die Frage ist trotzdem immer noch, wie komme ich... Vorne steht unser Pferd. Wie komme ich hier wieder raus? Ah, okay, sehr gut. Sehr gut. Dann hole ich mir... Ich sehe überhaupt nichts gerade. Ich sehe so absolut gar nichts. Ah, hier geht's. Ah, hier geht's lang. Alles klar. Dann würde ich sagen, auf zur neuen Nebenquest, die da vorne bereit liegt. Neue Quest. Gucken wir mal, worum es geht. Eine Leiche vor ihm auf dem Boden? Oh, Steine kann ich nicht mehr tragen. Das sind tatsächlich Leichen. Reflektierendes altes Amulett. Schlagsteinglas, alles.